Ja, hallo und willkommen zum neuen Let's Play Event. Und zwar angekündigt war das Anfang des Monats. Jetzt ist es erschienen und zwar South Park The Stick of Truth. Jeder, der so in diesem Genre herumfährt, der kommt nicht weiter oder kommt nicht an diesem Titel vorbei. Und jeder weiß ja, was überhaupt los war. Die Zensurvorwürfe. Wir werden das natürlich im Let's Play auch nachprüfen. Also wie heißt ich ja, und ich glaube, wir fangen einfach an. Bitte nicht wundern, das wird heute eine Doppelfolge. Das heißt, statt 20 Minuten gibt es heute 14 Minuten satte Action, Spannung und jede Menge zu spielen. Na, fangen wir glaube ich jetzt an und durch Starten eines neuen Spiels oder Laden eines gespeicherten Spieles wird dein Spielstand automatisch gespeichert überschrieben. Okay, ja, bin dafür. Ich bin mal ruhig. Struggle to stay alive as they are attacked by the wicked drow elves of Larnia. Darkness falls as the humans beg their king to save them, a noble king known only as the Grand Wizard. For 1,000 years the battle has been waged, with only the bravery of the Grand Wizard to protect his human followers. But even though the Wizard King is so undeniably cool, the drow elf armies continue their attacks. They seek the humans' most treasured relic, the Stick of Truth. But the tides of war soon change, as news of a new kid spreads throughout the land. In order to save the humans, the Grand Wizard must get to the new kid before the drow elves can manipulate his land and use him to take the sacred relic from human hands. For whomever controls the stick controls the universe. Ja, und da sind wir direkt auch bei der Charakter schon mal. Also wir wissen jetzt ungefähr, was die Kunst doch ist. Ja, und wir bauen uns einen eigenen Charakter. Das hat ja keinen, oder jetzt in der Hinsicht nicht so viel Bestand. Ihr werdet ja auch sehen, warum. Fangen wir mal an. Erstmal müssen den Zaun bei mir runterstellen. So, wir machen ihnen zu einem Gefährten, so einen Typen. Was können wir denn alles jetzt noch nehmen? Ich glaube, die nehme ich. Ah! Gott. Verdammt! So, wir nehmen mal hier diese Haarfarbe. Ja, das ist ja ein South Park. Guckt euch mal den an. Streber! Da ist ja ein South Park sehr viel schneit. Kriegt erstmal so einen fetten Schein noch. Was bekommt denn noch? Was ist denn das hier? Matschebatsch? Naja. Echter Gamer. Und geben wir ihm noch eine Brille? Ah, nee. Warte. Gehen wir mal zurück. Das sieht hässlich aus. So ein Doppelkinn noch ranhauen. Naja. Brille braucht er in diesen Feiern nicht, Leute. Naja, komm. Dann machen wir jetzt weiter. Und wir werden auch, glaube ich, gleich wirklich die ersten Sekunden sehen im Spiel. Viel Spaß. We did it, hun. We're really moved in. It's a new beginning for us. Things are finally going to be good. Do you really think it will be better for him? They won't look for him here. We just need to make sure he doesn't attract any attention. Come on, let's see how he's doing. Sweetie, hun, you all dressed?
Hey, champ. How do you like your new room? I know it's a big change for all of us, but, son, do you remember why we moved to this quiet little mountain town? Yeah, Papa. He doesn't remember. He doesn't remember at all. That's good. That's good he doesn't remember. Sweetie, we want you to have lots of fun here. Why don't you go out and make some friends? Oh, yeah. Right. Get outside and play, son. Like normal kids. We've got some money for you on the kitchen counter, sweetie. Just be back before it gets dark. Yeah, we love you too. Ja. Und wir haben unsere erste Quest bekommen, aber lasst uns das mal hier rumschauen. Und hier und so weiter, und drücke die Leertaste. Machen wir mal. So, hier haben wir gerade einen Trip. Mal gucken, was haben wir denn alles hier? Oh, hallo Goldfisch. Wie geht's dir? Das wird schon so ein Spiel von meiner Seite wieder sein, wo ich nur abfeiern werde. So, was haben wir denn in der Truhe? Oh, ein bisschen Geld und Basketballkarten. Okay, warte mal. Und. Komisch. Alles kommt immer wieder zurück. Oh, und ich habe hier auch was gemalt. Das sage ich nur dazu. Gut, dann lassen wir uns mal hier rausgehen und mal gucken, was wir hier alles finden. Also, ich kenne das Spiel in einigermaßen schon. Ich habe das mir von verschiedenen Let's Playern immer angesehen. Und deshalb bin ich schon ein wenig schon vorgespoilert. So, nehmen wir alles mit, was wir hier finden können. Und mal gucken. Ich gehe mal auf Toilette. Und jetzt hier. Bun Smashing! Dünn Schuss. Bun Smashing! Mein Gott! Klappt nicht. Naja. Verliere ab in die Dusche mit dir. Und jetzt guckt. Überhaupt nicht nass. So. Wir wollen ja Wasser sparen. Und dann geht es erstmal ein bisschen raus hier. Also da können wir aktuell noch nicht rein. Oh. Pants to Bedroom. Dann ab mal erstmal in die Küche. Denn Mama und Papa haben ja ein bisschen Geld hinterlegt. Is that supposed to be funny? So, nehmen wir jetzt hier mal ein bisschen raus. Und. Sonst gibt's hier nichts. Mein Gott, sind wir hier am. Hey Papa. Come on, son, get out there. Nö, nö, kein Bock. Okay. Naja, warte mal hier. Ja, ich geh ja schon. Mein Gott, du. Da macht erstmal ein paar. Oh, guck mal da, guck mal da. No humans. Das sage ich nur dazu. Magic. Was finden wir? Oh, Feuer. Oh, Geld. Wie viel Geld haben wir denn eigentlich gerade? Naja. So viel Geld ist das leider auch wieder nicht. Naja. Ich glaube, reich werde ich hier in diesem Spiel nicht werden, Leute. Aber ich will mal hier was machen. Komm her. You shall die by my Warhammer, Drow Elf! I better stay to the forest realm! That way I better steal fast! Haha! You can't hold out much! Hey, no! I'm gonna tell my mom! Thanks, kid! I didn't realize he had a health potion! My name is Butters the Merciful.
Hi, Butters. Oh Gott, und ich habe jetzt Pada als Freund. Pada. Ja, Pada habe ich auch als Freund, Leute. Butters habe ich jetzt als Freund. Klick auf die Homepage auf deine Reiter, um dieser Oh, und ich bin Single. Traurig. Und ich bin 9. Bin eigentlich 22, aber naja, egal. Hey, ihr alle, wir haben einen neuen, der mit uns spielt. Und er und ich sind Freunde. Also wird niemand ärgern. nö. So. Der Neue in der Stadt. Deine Eltern und du bist gerade... Das liest sie ja selber hier alles durch. Das ist die Karte. Später können wir hier weiter suchen. Haben hier Sammelobjekte. Oh. Wie viel gibt es denn davon? 30? 103. Und Freunde. Butters the Paladin. Now that we're friends, you should speak with the Wizard King. He's been talking about your arrival. The wizard lives this way, in the greenhouse. Ja, mach mal nicht. Hey, where are you from? Ja, mach nicht Hektik, du. Where'd you live before moving here? Meine. You like Colorado? Wie, Butters Haus ist zugeschlossen. Why are you wearing your hair like that? Weil ich meine Frisur habe gebaut, du dämlicher. You don't talk much, do you? That's okay, I can talk for both of us. Hallo. So, you are the new kid. Your coming was foretold by a Coldwell banker. I am the Wizard King. But the time for talk is not now. Let me show you my kingdom. Ja, okay. Ein Schildfan. Oh, who's your new friend, Eric? Shut up, Mom. Not now. Ah, guck mal hier. Okama Gamesphere, okay. Und Cartmans Garagenschlüssel. Können wir gleich gebrauchen. Mal gucken, was wir da finden. Und... Don't talk to her, she's not part of the game. Oh my. Is natürlich. That Spanish? Oh my. Ja, is natürlich. That Spanish? Alter, ich hab irgendwie ein Darmprobleme. Welcome. Gegner auf Koopa Keep. KKK. Our weapon shop here is tended by Clyde, a level 14 warrior. Clyde. Here you can see our massive stables, overseen by the level 9 ranger, Scott Malkinson, who has the power of diabetes. And here, of course, is the breathtaking and lovely Princess Kinney, the fairest maiden. Hi, Princess Kinney. Don't ask why Kinney wanted to be a chick, it's just how he seems to be rolling right now. Okay, warte mal. Hey, ho, hey. You may have heard of my deeds at the Battle of Stark Pod. That's good. Someday I will teach you to do better. Warte mal, hier. Check. Maybe you have. Nein, hab ich nicht. My loyalty is as incurable as my diabetes. So, kann ich mit der Katze reden? Katze, Katze, Katze. Ich werde das Spiel schon fast haben. So, rennen wir erstmal mit Puenzos Kenny. Kenny, mein Gott. Also, übersetzt heißt das. Zirkel-Kapitän-Player, Sie sind das Schönste hier in der Welt. Ja, sicher. Finde eine Blume für Kenny. Zoomen wir später, of course. Reden wir erstmal noch mit Butters. Ah, interessant. Und reden wir erstmal mit den großen Koopa Keep. You have been sought out, new kid, because humans everywhere are in great danger. I need something from you, and in return, I'm prepared to allow you into my kingdom. I know you are very excited. It's time for your first quest, but first, please tell us thy name. Ja, mein Name ist natürlich KKP C-Player. You entered douchebag, is that correct? Ne? Are you sure you want to keep the name douchebag? Nein. Very well, douchebag. You will now choose a class. Fighter, Mage, Thief, or Jeep. Ja, also mal zur Erklärung, das sind ja unsere vier Klassen.
Nur dazu gesagt, ich kann auch noch zwischen anderen Klassen jetzt wählen, nur das ist jetzt das Standard anfangs. Geplänke. Boah, ey, die Bullen fahren wieder hier rum. Moment bitte. Also, was nehmen wir denn? Wir haben einmal den Fighter. A fighter has courage, honor and the ability to kick fucking ass. A mage is like a wizard, only not as cool. You look sneaky enough to be a thief. Okay, und jetzt der Jude. A Jew from New Jersey. So you're basically Kyle's mom, too. You look sneaky enough to be a Jew, huh? So I guess we'll never really be friends. You look sneaky, a Jew from New Jersey. So you're basically also, Kyle's mom, too. Da, es gibt witzige Dialoge und so weiter, aber ich will mich mal heute hier für den Juden will ich nicht nehmen. Also ich kenne die Fähigkeiten von einem bisschen. Ich möchte hier den Dieb nehmen. You look sneaky enough to be a thief. Ja, ich nehme den Dieb. Ja, bin sicher. We welcome to our kingdom, Douchebag the Thief. Hooray! Now please, go and visit the weapon shop. Procure yourself a weapon and we shall teach you. Okay. Ja, ich glaube, wie man... Jetzt kommen wir erstmal eine Waffe bei Clyde. Hey ho, Clyde. Would you like to see my wares, weary traveler? Perhaps you would like to hear tips and rumors for $2? Nö. Also aktuell. Ich hoffe, dass ihr nicht diese Störgeräusche im Hintergrund habt, wie ich aktuell. Ich nehme hier natürlich den Schurkenstab. Ein hölzerner Deutsch. Mit dem du deine. Don't let it bother you that there's a game to be played. Halt die Fresse. Ein hölzerner Dolch, mit dem du deine Feinde erstechen kannst, bevor du in den Rücken. Und ich krieg eine Blut. Ja, ich nehme das mit. Und ich habe auch meine erste Waffe gekauft. Rüste sie direkt aus und dann kann ich glaube auch gleich kämpfen, oder? Ah, you have procured a weapon. Yes. It's now time to teach you how to fight. I want you to take your new weapon and, with the bravery of a noble knight, beat up Clyde. What? Kick Clyde's ass, new kid. What I do? I'm the king, Clyde, and the king wishes to be amused. Go on. Yay! Haha, ich darf Clef abprügeln. Hey, Clyde. I'm gonna kick your ass. Clyde, you have to wait your turn. That's lame. No, Clyde, it's like olden times. You have to wait your turn. Like in the Middle Ages, Clyde. I know it's lame, Clyde, but that's how we're fucking doing it. Alright, douchebag, bash Clyde's face in. Don't be shy. Und hört erstmal die Melodie im Hintergrund. So, lecker mit dem linken Stab, ja. Hi, Captain. Okay. Okay, listen up. The key to surviving in battle is not to get hit in the bow. Clyde, it's your turn to attack. Douchebag. Also in der Hinsicht, ich habe ja hier schon das Training gemacht, also bis zu einem gewissen Punkt. Das kann ich mal sehen. Okay. Alright, it's time to use your heroic powers. Also ich bin zwar auch an der Stelle, wo ich das noch nicht weiß. Halt die Fresse. If you have a fucking better name for them, then fucking say it, Clyde. Fucking asshole. I'm the king and I say it. Douchebag, use your thief ability to make Clyde pay for insulting the king. Also bei uns heißt das MP, also Metric Points. Und in Englischen ist das ja PP, die Abkürzung für Magic Points. So, nehmen wir mal hier unsere liebe Fähigkeit, das Meucheln. Ich als Meuchelmörder meuchel gern. Klicke, wenn der Deutsch lalala. Yeah! Dude, that was pretty lame. Das war nicht lame, du Vogel. Do you have some kind of problem with Thoratan? Do what I told you. Use Thoratan. Alter, ja, ich versuch's ja hier schon. Douchebag, that's not your heroic ability. Get serious. Ja, meine Fresse. Ich versuch's ja. Bin so schlecht. Did the
fucking elves send you? Did they send you to torment me? Let's try something else. Natürlich. Ja, ja, komm. Klicke mit den ja, ja. Also gestern ging's, habe ich auf Anhieb das geschafft. Oh, heul doch. So. Und jetzt verprügel ich nochmal Cattle Bitch. Naja, mit Ruhm habe ich mich glaube ich nicht bekleckert. Okay, you proved yourself worthy, douchebag. Now come inside the war tent and I shall let you see the relic. Okay. Gut, gehen wir mal. Yeah, you should take for mud. Bis was? That will stink. Maybe you should see a doctor. Ja, das würde ich jetzt auch sagen. Und? Well, here it is. The reason why humans and elves are locked in a never-ending war. The relic for which human and elf are willing to die. The stick of truth. Just 2 days ago, we took the stick back from the elves. Our kingdom was dying, but now it thrives. For whoever controls the stick controls the universe. Uh-huh. Don't gaze at it too loud. Nein, du darfst nicht sehen. Now that you have seen the stick of truth, let's discuss your dues. Being a member of my kingdom costs $9.95 for the first week, $4 of which is tax deductible. Alarm! 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 Tax capital! Alarm! 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 What is it? The elves are attacking! Oh my god! Defensive position! Oh nein! Die Elfen kommen! Die Elfen kommen! Ah! 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 Aber guck dich den Stick aufs zu. Ah! Guck dich hin! Guck dich hin! Guck dich hin! Der ist so heilig, das sicher tut, dass ihr alle blenden werdet. Na ja, komm. Ah, halt die Fresse. Hüpp! Man the gate! Don't let them through! Give us the stick, humans! Fuck you, Drow Elf! Come and get it! Clank! Guard the stick of truth while we defend the fortress! Aye, aye! We're not getting back, lad! This is your chance to prove yourself. Hold off the asshole elves at all! Aye, aye, Captain! Du verprügelst eine Katze? Du verprügelst eine Katze? Du verprügelst eine Katze? Do it, douchebag. Kick these elf asses. Jo. You're wounded, douchebag. Potions will heal you. Here. Okay. Mmm. Yum, yum. Potions. Mmm. Ja, ja, ja. Und Heilung. Mmm. Du kannst nie, ja, ja, ja. The rules say you can have one potion every turn. I asked for five, but this was coming. This guy's fast, douchebag. Try to block all his attacks. Die, asshole! Well, if this job doesn't work out, at least you've got a future as a training dummy. Come on, get it right! In your face! I said block, not get... Oh. Maybe I wasn't clear. Try again. Ja, mein Gott. Also nein, ich muss rüber gehen. Asshole! Okay, if you block all the attacks, you get a counter attack. Look at your enemy on the ground. Weak and helpless. Kick the shit out of him. So, machen wir mal hier den Mäuschenmörder. Ja, jetzt habe ich's kapiert. Und dich verprüge ich so. Bam! Fickt euch! Hab's geschafft! Und... Wir klauen hier erstmal auch alles. Ja? Mietz. So, komm mal her, du dreckiger Monk. Na, ja, erst Chance. You got this, douchebag!
Konter. What are you waiting for, douchebag? That guy's just standing there. Go kick his ass. Autschen. Oh man, he was totally waiting for you, dude. You can't just hit him like oh, that. Oh, ich hasse dich, du. Hannah. You need to try a different tactic to damage him. Look at that archer hiding behind his friend like a wood. Switch to your arrows, douchebag. Snipe that little bitch. Und. Sweet, now you can hit the guy in the back. Go for the pink mist. Bitch, that's what you get for fucking with the Wizard King. Careful, douchebag. That guy's ready for your arrows now. Also Konter heißt Fernverkehr. Fernverkehr. Mal dumm. Naja. Diese Bitch will es nicht anders. Nee. Spinne mal in die Fresse, du Drecksau. Und wir rauben auch direkt diesen Typ aus. Oh, Machttrank. Na? Let's do this, douchebag. Konter, Konter. Und ein Schild hat der Typ. Okay, that guy has a shield. Shields are super weak. Just hit them with your simplest hit over and over to wear them down quickly. Und den. Du Pussy, du Pussy. Okay, also. Okay. You'll pay for that. If you don't hit this bitch as hard as you can, her armor's gonna soak up all the damage. Okay. Trinke oder reich mir den Master. Oh. That's it. Now finish him. Ja, ja, halt die Fresse. Mein Gott, Cartman haut immer. Und wir haben jetzt auch erstmal alle besiegt. Richtig geil. Und das war's, glaube ich, auch schon. Kostüme sind nicht rein. Sehr gut. It's gone. What? The stick of truth. The elves got it. That was your one goddamn job, Clyde! To guard the stick of fucking truth! Clyde, you are hereby banished from space and time! What? No! You can't do that! Yeah, I can! You're banished and lost in time and space! Yeah! Go on, Clyde! You fought bravely on the battlefield, douchebag. Yeah, if you can make me a douchebag, I sure can fight! Shut up, Scott. Nobody cares what you think. Anyways, we have a bigger problem now. The Stick of Truth has been stolen, and we must assemble our entire army in order to get it back. But our three best warriors still haven't reported for duty, my king. Our newest member can take care of that. Douchebag, I want you to go out into the neighborhood and find my greatest warriors, Token, Tweak, and Craig. I'm texting their pictures to your personal inventory device now. But beware. The lands outside are full of marauding drow elves, monsters, and sixth graders. Be sure you're well equipped. Now go! And send my warriors here! I'm my captain! Fighters, go with him! Yay! Level 2! Dazu nur einen heiligen Fuß. Einen heiligen Fuß. That one sounded like Und wir haben die erste Fahne freigeschaltet. Perfekt. So, was? Guess I'm minding the shop now. Ja, natürlich. Hm, okay, was haben wir denn im Angebot? Panzer durchdringend. Okay, lass mich mal hier kurz gucken. Ich glaube, das sein, wenn wir hier nehmen. Selbst der Misozert hat seine Verwendung. Wobei, wir finden bestimmt doch besseres. Warte mal, haben wir irgendwas schon bekommen eigentlich wieder? So. Ja, Waffen sind immer noch miserabel. Naja. Oh. Oh, Und das nehmen wir auch mit. Oh, und deine Aufwertung ist bereit. Ah ja, und wir haben jetzt hier zwischen zwei Möglichkeiten. Also Mäuschen könnte ich jetzt weitermachen.
Hört das Mosch, hört den Schaden. Oder ich nehme abziehen. Okay. Hört den Schaden deiner Abziehattacke. Da bekomme ich exekutieren. Stinkbombe und tote 1000 Schnitte. Das wird schon lustig. Also ich glaube, mit denen hier werde ich richtig viel Fun haben. Ich glaube aber, ich nehme erstmal weiter. Hört das Meucheln. Für jede Blutung. Ich mach mal hier weiter. Haben wir irgendwie jetzt Vorteile? Vorteile bekomme ich dann erst ab 5er. Magie haben wir auch später erst. Ah ja, und wir haben jetzt hier die ganzen Missionen. Nimmst du eine Blume? Vielleicht finde ich hier eine. Dann hier, ich könnte jetzt alle Schnellziehwagen aktivieren. Oder ich werde mich erstmal zu den ganzen Gebieten begeben. Hier. Wo war man? So, da oben ist das Tweak Coffee. Wo müsste ich denn noch? Naja, da unten zu Clyde müsste ich und hoch zu Togen. Naja, ich glaube, Leute, ich mach. Halt mal. Halt die Fresse. Nein! Ja, ich weiß. Eine Flagge ist erfüllt. Ja, Leute, ich glaube, jetzt mache ich schon den Pure Egg. Also nach 30 Minuten muss man jetzt auch mal eine kleine Pause machen. Ich hoffe, euch hat das auch gefallen. Auch mein sinnloses Geschwafel zwischendurch. Ja, ich wusste ja nicht, über was ich gerade reden soll. Und ich muss ungefähr diese Scheiß... Oder versuche mal, diese Scheißstörung in meinem Kopfhörer wieder zu beseitigen. Aber ich glaube, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder von South Park The Stick of Truth. Die zensierte Version natürlich, nicht die unzensierte. Schade. Ja, wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Bleibt jetzt noch dran, denn jetzt werdet ihr auch mein erstes Outro oder meine erste richtige schöne Endcut mal sehen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge natürlich wieder. Bis dann, bye bye und ciao.